Wir verwandeln diese Puppe in Königin Elsa. Aha. Sie probiert etwas Neues mit ihrer Haarfarbe aus. Aber sie macht immer noch einen Zopf. Ziehe ihr ein großes blaues Kleid an. Elsa ist nun so farbenfroh. Kein Wunder, dass ihre Untertanen sie lieben. Elsa geht im Wald spazieren. Sind das Donner und Blitz? Was ist los, Eule? Das Wetter ändert sich. Warte mal, was ist das? Dieser magische Lichtstrahl hat Elsa sehr beeinflusst. Ihre Haare und ihre Kleidung haben die Farbe gewechselt. Wow! Das ist anders. Allen gefällt Elsas neuer farbiger Look. Komm her, Pferdchen. Wir brauchen das nicht. Male den Körper weiß an. Jetzt halten die Farben besser. Das Einhorn ist ein Regenbogen von Kopf bis Fuß. Bürste den Schweif und binde ein rotes Band drum. Die Mähne hat glänzende Sterne drauf. Zeichne Augen mit schwarzen Pupillen. Dieses Regenbogeneinhorn steckt voller Zauber. Olaf versucht, Elsa zu finden. Ich habe sie eine Zeit lang schon nicht mehr gesehen. Aber ich verstehe es. Hier ist es schön und ruhig. Da will ich gleich ein Nickerchen machen. Wach auf, Olaf. Wo bin ich? In der Regenbogenwelt. Wie bin ich denn hier gelandet? Es ist so anders als zu Hause. Ich liebe es. Hey, erzähle mir etwas über diesen Ort. Wohin gehst du? Komm zurück. Er ist ins Gebüsch gesprungen. Hallo? Oh, ich kann es nicht fassen. Dort ist ein echtes Einhorn. Ich wusste nicht, dass du echt bist. Und ich wusste nicht, dass sprechende Schneemänner echt sind. Darf ich deine Mähne bürsten? Das Einhorn hat Olaf dankend die Regenbogenwelt gezeigt. Oh, war es wirklich nur ein Traum? Oh, wow! Da bist du ja. Ich bin so froh, dich zu sehen. Dieses Garn ist so farbenfroh. Häkeln wir daraus einen Regenbogenschal. Er sieht wie ein echter Regenbogen aus. Ziehe die Schlaufen vom Rand nach außen. Wow! Jetzt hast du es warm und farbenfroh. Olaf ist wegen seines Nickerchens kalt geworden. Ich wünschte mir, ich hätte wenigstens ein Blatt, um mich darunter zu verstecken. Hatschi! Oh nein, jetzt läuft auch noch meine Nase. Ich kuschle mich in eine Decke ein, bis es mir besser geht. Er ist von Taschentüchern umgeben. Oh, ich hasse es, krank zu sein. Hey, ich habe gehört, dass du dich nicht so wohl fühlst. Vielleicht wird dir das helfen. Was ist das? Wow, ein süßer Schal. Gefällt er dir? Ich liebe ihn. Ich fühle mich jetzt schon besser. Ja, ich bin wieder glücklich. Und warm. Miranda hat uns das gebracht, was wir für unsere nächste Bastelei brauchen. Schneide wellige Ecken aus. Befestige sie an einem Kartonstreifen. So. Die Farben treffen aufeinander. Jetzt ist die Regenbogenmarkise fertig. Sie ist wunderschön. Binde ein paar farbige Bänder dran. Wow, Elsa ist endlich aufgetaucht. Sie wird jetzt jede Minute ankommen. Lass sie rein. Schwester, ich bin so froh, dich zu sehen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wie sehe ich aus? Wow, so anders. Es sieht gut aus. Danke. Was mich angeht, sind sogar die Vorhänge gerissen. What? Ich helfe dir. Mein Regenbogenzauber wird hier sauber machen. Die Vorhänge wurden zuerst geändert. Wow. Dann der Rest der Möbel. Schwesterchen, das ist der Hammer. Du solltest Innenarchitektin werden.
In dieser Schmuckbox gibt es viele gute Sachen. Stelle Pinsel aus Bändern und Klammern her. Das ist ein ganzes Malset. Lege es in den Koffer. Es gibt Abtrennungen für die Pinsel und Walzen. Olaf ist langweilig. Hey, willst du Verstecken spielen? Ich bin hier. Nein? Gut, ich lasse mir etwas anderes einfallen. Mir ist so langweilig. Elsa hat ihn gehört. Hilfe, wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ich weiß es. Hier ist ein Geschenk. Das wird dich bei Laune halten. Goodbye. Wow, was ist das? Ein Koffer voller Pinsel? Aber nicht für Make-up, oder? Ich weiß es. Ich werde ein ganzes Schloss malen. Schneeflocken und Blumen. Das macht so viel Spaß. Ich werde alles in einen Regenbogen verwandeln. Er malt einen mit der Walze. Staple ein paar farbige Stoffe. Skizziere eine Kissenform. Nähe den Kissenbezug an der offenen Seite zusammen. Besorge weiches Füllmaterial. Wow, das sind ja viele Kissen. Sind sie nicht süß? Anna babysittet für ihre Nachbarn. Aber das Baby hat so viel Energie, sie kann nicht stillsitzen. Hey Olaf, sie macht mich verrückt. Brauchst du meine Hilfe? Oh, dieser kleine Tornado wird das Schloss zerstören. Ich weiß. Baby, hör auf, die Kissen rumzuwerfen. Ich will spielen. Lass uns rumspringen, dann unseren Wurf testen. Ja, Olaf kann gut mit Kindern umgehen. Ja, Regenbogeneis. Warum soll man nur eine Geschmacksrichtung genießen, wenn man alle haben kann? Schneide die richtige Form aus. Lecker! In Arendelle ist ein Weihnachtsmarkt. Und alle lieben den Eisstand. Vor allem ich. Was sind die heutigen Geschmacksrichtungen? Vanille und Erdbeere. Lecker! Oh, Olaf, du liebst Eis sehr, hä? Möchtest du etwas Besonderes sehen? Wow, das Eis verwandelt sich in einen Regenbogen. Die Rehe wollen das Eis auch probieren. Wir sollten es auf die Speisekarte tun. Der Regenbogen hat für uns die Bezüge angemalt. Falte sie in der Mitte. Schneide Fransen aus. Drehe sie zusammen. Biege die Enden. Und wir haben farbige Bommeln erhalten. Los, Team! Die Cheerleaderinnen müssen vor dem großen Spiegel noch trainieren. Erinnert ihr euch an die Routine? Ja! Yes! Macht die Musik lauter! Woohoo! Und los geht's! Meinst du, wir schaffen das? Das Spiel fängt bald an. Natürlich schafft ihr das. Oh, wer bist du? Ich bin hier, um euch zu zeigen, wie man es macht. Wow! Nehmt diese Bommeln. Sie bringen eure Routine aufs nächste Niveau. Danke! Wuhu! Wow! Male eine Pillenverpackung silbern an. Die Farbe ist getrocknet. Fülle die Behälter mit Modelliermasse. Wir haben eine ganze Farbpalette hier. Sichere sie mit Ringen. Oh, es ist ein Gesichtsfarbenset. Man kann sich in jeden verwandeln, den man möchte. Elsa hat den perfekten Job gefunden. Die Kinder lieben ihre kreativen Gesichtsfarben. Elsa, schau dir dieses Kätzchen an. Kannst du mich so aussehen lassen? Natürlich. Jetzt hat das Kind eine Regenbogengesichtsfarbe. Das ist nicht gerade richtig, aber es macht trotzdem Spaß. Ich möchte ein Panda sein. Das war einfacher.
Pizza ist die beste. Ich habe dir ein paar Strohhalme gebracht. Oh, danke. Schneide sie in verschiedene Ringe. Wir können sie benutzen, um Seifenblasen zu machen. Nimm den Korken aus einer kleinen Flasche. Fülle sie mit Seifenwasser. Füge ein Band hinzu. Stellen wir nun Seifenblasen her. Die Snowgies schauen, wie die Seifenblasen fliegen. Olaf macht sie für seine Babys. Schaut mal, was ich kann. Es regnet Seifenblasen. Hui. Probiert es jetzt aus. Der Regenbogenzauber ist für jeden.